Das Wort erhält nun die Kollegin Dagmar Wörl für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch wenn die Zahl der ankommenden Flüchtlinge bei uns sinkt, heißt es noch lange nicht, dass die Fluchtursachen verschwunden sind. Es heißt noch lange nicht, dass wir aufhören können, die Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen. Im Gegenteil, ich glaube, das ist auch durch meinen Vorredner und Vorrednerinnen deutlich geworden. Wir müssen noch intensiver daran arbeiten, hier an der Bekämpfung. Fakt ist, der Konflikt in Syrien ist nicht beseitigt. Im Gegenteil, wir haben gestern neue Zahlen bekommen, dass allein im letzten Jahr 1,3 Millionen neue Binnenflüchtlinge dazugekommen sind zu den bereits existierenden 6,6 Millionen. Wir wissen, dass die Nachbarländer, die Situation weiterhin sehr, sehr angespannt ist. Und wir wissen auch, dass immer mehr Menschen aus der Subsahara in Libyen ankommen, um sich auf den Weg nach Europa zu machen. Das heißt, der Schlüssel für die Lösung ist, die Fluchtursachen in den Nachbarländern, in den Herkunftsländern so zu bekämpfen, dass die Menschen zukünftig eine Perspektive haben in diesen Ländern, eine Zukunftsperspektive haben, dass wir helfen, die Probleme dort zu lösen. Denn wie der Minister gesagt hat, wenn wir es nicht schaffen, die Probleme dort zu lösen, werden die Probleme auch zu uns hier kommen. Die wichtigste Ursache für Flucht und Vertreibung ist nach wie vor der Syrien-Konflikt, das wissen wir. Ich habe es erwähnt, inzwischen fast 8 Millionen Binnenvertriebene, über 13,5 Millionen Menschen in Syrien selbst, die hilfsbedürftig sind, davon über die Hälfte davon Kinder. Trotz aller politischen Bemühungen leider noch keinen Erfolg in diesem Bereich, dass es zu einem Frieden kommt. Zu vielfältig, zu gegenläufig sind die Interessen. Die Terrorgruppen gehen weiterhin brutal vor. Assad ebenfalls versucht mit allen Mitteln auf brutalste Gewalt an seiner Macht festzuhalten. Und trotz brüchiger Feuerpause sieht man doch manchmal kleine Hoffnungsschimmer. Wir schaffen jetzt das erste Mal mit Hilfskonvois, mit Lebensmitteln, mit Gesundheitsversorgungsinstrumenten in besetzte Gebiete zu kommen, die besetzt wird von den Terrororganisationen, die besetzt wird von Assad, seinen Soldaten, um dort den Menschen nach monatelangen Hunger und Entbehrung endlich wieder Nahrungsmittel zu geben. Wir erreichen nicht alle Gebiete. Wir dürfen nicht in alle Gebiete hinein. Wir brauchen jedes Mal auch die Erlaubnis dazu. Aber es ist wenigstens der Hoffnungsschimmer für einige hunderttausend Menschen in diesem Bereich. Wir sehen auch, dass Menschen in ihre Gebiete wieder zurückkehren können. Zwar nicht in alle, aber in einigen. Sie versuchen wieder auch, ihre zerstörten Häuser wieder mit aufzubauen. Und auch hier versuchen wir, unterstützend tätig zu sein. Und wir versuchen auch, vorbereitet zu sein, wenn die Situation eintritt, auch nach erfolgreichen Friedensverhandlungen, die wir natürlich alle erhoffen, dass wir dann dort in diesen Gebieten auch mit unterstützend tätig sein können, Infrastrukturmaßnahmen und vieles anderes zu helfen, dass die Menschen dort wieder auch ein lebenswertes Leben haben. 4,8 Millionen Menschen, syrische Flüchtlinge, sind in den Nachbarländern, haben dort Aufnahme gefunden, großzügig Aufnahme gefunden. Aber diese Länder sind am Ende ihrer Kapazität. Sie haben immens große Herausforderungen. Das sind alles Länder wie Jordanien, Libanon, Irak, alles Länder, die vorher auch schon Probleme hatten, die vorher auch schon eine hohe Arbeitslosigkeit hatten, die vorher auch schon Wasserprobleme hatten, wie Jordanien, die natürlich jetzt sehr, sehr verstärkt werden durch die syrischen Flüchtlinge. Wenn man heute Libanon sieht, wo die Wohnungskosten über 200% gestiegen worden sind, wo natürlich viele syrische Flüchtlinge in die Schwarzarbeit gehen, weil sie in diesen Ländern keine Arbeitsgenehmigung haben, aber natürlich ihre finanziellen Möglichkeiten, die sie nicht gehabt haben am Anfang, noch ein bisschen Geld, dadurch aufgebraucht ist. Und natürlich dann diesen Menschen der Bevölkerung selber die Arbeitsplätze wegnehmen. Wenn wir sehen, dass in manchen Ländern, in Jordanien, die Lastwagen mit Wasser nur noch alle 2 Monate in die Dörfer kommen können, weil natürlich auch die syrischen Flüchtlinge selber auch sehr viel Wasser mit hier brauchen, sieht man, dass diese Aufnahmewilligkeit dieser Menschen natürlich an ihre Grenze gekommen ist. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir hiermit unterstützen und nicht nur für die Grundbedürfnisse,
Unsere Aussage muss es immer sein, bleibt da, wo ihr seid. Wir versuchen zu helfen, wo wir helfen können. Ob das beim Aufbau der Dörfer mit ist, ob das beim Aufbau der Schulen mit ist und vielen, vielen anderen. Wir müssen schauen, dass diese Spannungen, die auch zwischen der Bevölkerung teilweise und den Flüchtlingen leider immer mehr anwächst, dass das hier nicht zum Eklat kommt. Wir fördern Bildung und Beschäftigung im Libanon. Wir bauen mit Infrastruktur und Gesundheitswesen im Irak auf. Wir helfen bei der Wasserversorgung auch in Mittjordanien. Wir versuchen, junge syrische Flüchtlinge und überhaupt syrische Flüchtlinge mit einem Programm, das der Minister aufgelegt hat, nämlich Cash for Work, handwerkliche Fähigkeiten, dass sie sich aneignen können. Als Klempner, als Schreiner, damit sie hier mithelfen können beim Aufbau, damit sie die Möglichkeit haben, auch Geld mitzuverdienen, dass sie auch hier mit ihren Familien ernähren können. Und wir versuchen auch die Gemeinden mit zu unterstützen, die die Flüchtlinge mit aufgenommen haben. Und wir werben auch sehr stark für Städtepartnerschaften. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Städtepartnerschaften, nämlich auch zwischen deutschen Städten und Gemeinden in den Herkunftsländern. Die Londoner Konferenz, an der 70 Staaten teilgenommen hat, hat 9,3 Milliarden Euro eingebracht. Wir hoffen natürlich auch, dass das nicht nur Zusagen waren wie in der Vergangenheit, sondern wir hoffen, dass das Geld auch diesmal auch wirklich fließt. Deutschland wird sich mit 2,3 Milliarden Euro daran beteiligen. Davon allein 570 Millionen für das World Food Programm. Denn es darf nicht mehr sein, wie im letzten Jahr, dass die Lebensmittelrationen gekürzt werden müssen, dass nur noch 13 Euro im Monat hier zur Verfügung steht. Dann ist man nicht mehr Lebensmöglichkeit. Und wenn die Mütter sehen, dass ihre Kinder keine Nahrung mehr haben, wenn die Mütter sehen, dass die Kinder auch keine Ausbildung mehr haben, und wenn die Mütter und die Familien so verzweifelt sind, dass sie ihre jungen Mädchen mit 10, 11, 12 Jahren an reiche Araber verkaufen müssen, damit sie nur ihre Familien auch zukünftig ernähren können, und wenn Väter sehen, dass sie nicht arbeiten gehen können, dass sie nicht die Möglichkeiten haben, ihre Familien eine gewisse Existenzbasis noch zu schaffen, dann werden die nicht in diesen Ländern bleiben. Dann werden sie sich auf den Weg machen. Der Durchschnittsaufenthalt in einem Lager ist heute 17 Jahre mit steigender Tendenz. Und wenn man öfters in einem Lager ist, dann merkt man auch am Anfang diese Hoffnung, die noch da war, die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr, die Hoffnung ist einer physisch greifbaren Hoffnungslosigkeit gewichen. Und die größte Sorge bleibt, das sind die Kinder. Die Kinder sind die Leidtragenden in diesem Bereich. 11.000 Kinder sind inzwischen gestorben durch den syrischen Konflikt. Und nicht nur durch Heckenschützen, Fassbomben, sondern auch durch Mangelernährung, oft durch Krankheiten, die geheilt werden können, wenn die Gesundheitsmöglichkeit, die Versorgung da gewesen wäre. Frau Kollegin. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Ja. Und so hoffen wir natürlich, dass wir mit unserer Hilfe vor Ort, wir können natürlich nicht die ganze Welt retten, das ist klar. Aber wir können mit unserem Rahmen, unseren Möglichkeiten, die wir haben, werden wir versuchen, dass wir diesen Menschen vor Ort eine Chance geben, eine Zukunft geben, Perspektiven geben. Und es wird nicht nur eine Aufgabe von uns sein, von heute, die jetzt, sondern es wird eine Aufgabe sein für die zukünftigen Generationen. Aber wir müssen den Weg schon dafür bereiten. Vielen Dank.